Hallo Leute, mein Name ist Sammy Slimani und heute bin ich hier mit Süßigkeiten Steffi. Mit dabei ist wieder Homi. Oi Baby! Heute haben wir für euch die Asian Candy Challenge, nachdem unsere American Candy Challenge so bombastisch eingehauen ist. Also wir sind jetzt bei fast 1 Million Klicks, was du es noch nicht gesehen hast. Oh, yeah. Und ihr habt unbedingt mehr von uns beiden sehen wollen und wir haben gedacht, wir machen das. Und wenn ihr eine russische Version haben wollt, weil sie will mir russische Bonbons zeigen. Also meine Eltern kommen aus Russland und wir haben so viele so tolle russische Süßigkeiten und noch etwas ekelhafte. Aber ich glaube, die Reaktion gefällt euch. Also Leute, lasst uns unbedingt wissen, indem ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und dann wünsche ich euch einfach super viel Spaß bei dem, was wir jetzt tun. Los geht's. Und ich habe so eine kleine Liste, was hier so alles draufsteht. Es gibt so viele bunte Sachen. Ich weiß nicht, ich will unbedingt mal nach Asien. Das sieht aus wie so eine Filmrolle. Oder Aspirin. Aber davon haben wir jetzt zwei, die heißen Orion Mini Sour. Das sieht aus wie wirklich kleine Kopfschmerzen. Ich glaube, das sind so Lutschdinge. Also in der Nase passiert nichts. Ew. 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 1, 2, 3. Das sind mir beide runtergefallen. You like it? Mhm. Ich meine, irgendwas, was ich kenne. Warum heißen die jetzt Mini-Sour? Die sind so ein bisschen sauer. Das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Von irgendwas Deutschem kennt man das, also jeder von euch kennt das. Also ich glaube, die da sind nicht so bombastisch. Die sind lustig verpackt. Ja, die Verpackung ist lustig. Ich glaube, das ist so... Dann ist jetzt so ein kleiner Minzbonbon, finde ich geil. Also da die Sauren uns jetzt nicht so begeistert haben, trauen wir uns jetzt mal an diese hier ran. Und die heißen Ua Mikakuto Sour Gummy. Die sehen sehr explosiv aus. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Guck. Ah, ist richtig sauer. Sie hat den Mund gefunden. Wirklich sauer. Crazy. Hm. Wenn man sich dran gewöhnt, nee. Nee, auch nicht. Also es war auf jeden Fall am Anfang sehr, sehr sauer, aber dieses Gummibärchen war so hart, ich konnte es nicht mal ankauen. Nicht mal. Aber die war nicht schlecht. Also ich glaube, wenn man länger drauf rumkaut, aber ich verstehe nicht, warum die Packung so klein ist. Wow. Falls ihr lustige Screenshots von uns machen wollt, dann pausen sie gerne auf Instagram mit Hashtag Stami. Sammy? Ami. Der Shipname. Wisst ihr, dass der Shipname von Lamia und mir Salami ist? Salami. Also falls ihr einen Shipname für uns habt, dann Stami. Stami ist gut. Was jetzt kommt, habt ihr nicht erwartet. KitKat mit Matcha Green Tea und KitKat mit Purple Sweet Potato und KitKat mit lilana Süßkartoffel sein. Süßkartoffel? Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das schmeckt. Aber ich bin richtig gespannt. Ah, guck mal, wie die aussehen! Also cool sehen die schon mal aus. Jetzt sollen wir anfangen? Oh, das riecht voll gut. Das riecht nach... Das riecht aber auch nicht schlecht. Mmh. Okay, 1, 2, 3. Schmeckt nach Gras und Schokolade. Gras und Schokolade. Weil mir schmeckt. Echt? Mhm. Schmeckt ja drin okay. Voll gesund. Gesunde Schokolade. Aber jetzt so beim zweiten Beiß ist irgendwie ein richtig geiler Kombi. Also grüner Tee. Grüner Tee mit Schokolade. Ja, schmeckt einfach. Also müsst ihr mal probiert haben. Also falls ihr irgendwie mal grüne Tee KitKats habt. Mmh. Und das nächste ist das hier. Ich hab ein bisschen Angst davor. Ich auch. Wirklich. Also ich frage mich, wie Süßkartoffel KitKat schmeckt. Schmeckt nichts. Schmeckt lila. Gell? Ich wollte auch sagen, es schmeckt rosa. Aber ich verstehe das nicht. Ich kenne diesen Geschmack nicht. Ich kenne das nicht. Es schmeckt nicht nach Süßkartoffel. Doch, also irgendwas von Süßkartoffel hat es. Ja, es schmeckt ein bisschen nach Süßkartoffel. Nur ein bisschen. So, Erdbeerpulver. Ja, genau, Erdbeerpulver. Und ein bisschen mit Süßkartoffel angereichert. Das hier sind sogenannte Lotte Kawarimbo Lollipops und die sehen richtig cool aus. Der Stiel ist richtig dick, guck mal. Ja, vielleicht ist da was dran. Ah, ich glaube, der ist auch essbar. Oh mein Gott, wie geil sehen die aus! Oh, ein Teddybär! So sehen die aus, voll geil irgendwie.
weiß gar nicht. Also der Lolli schmeckt schon mal sehr gut. Mhm. Ich will jetzt mal diese kaufen. Schmeckt aber nach künstlicher Erdbeer, aber trotzdem irgendwie geil. So, komisch schmeckt nicht. Der Kaugummi schmeckt wie diese türkischen, auf Tunesisch heißen diese Kaugummis Luben. Luben. Also dieser Lutscher, der gefällt mir sehr gut. Mega geil. Hm. Also die Lutscher haben mir sehr gut geschmeckt. Sowohl das, den Lollipop als auch das Kaugummi super. Das ist? Können wir die schlaue Liste mal fragen? Das ist das Einzige, was wir hier sehen. Deswegen nicht wundern, dass wir das nicht lesen. Ich kann was lesen. Chorus Whistle Candy. Chorus Whistle Candy. You blow my whistle on me. Ich glaube, das von ihm nicht. Ja, warte, das sind, glaube ich, diese Pfeifbonbons, oder? Pfeif? Haha, geil! Also, falls ihr eure Familie zu Hause stressen wollt, könnt ihr das gerne so machen. Im Russischen darf man das nicht machen. Meine Mama bringt uns gleich um. Mh, aber es schmeckt gut, richtig gut. Schluck. Die schmecken nach Brause Johannisbeerbonbons. Genau. Das ist wie Traubenzucker. Genau, stimmt, aber stimmt. Cool, dass man damit pfeifen kann. Was macht dann dieser Typ auf der Straße bei uns immer? Weißt du, was ich nicht meine? Ja, ja. Eww! Ja. Ja. Also ich suche wieder was aus, weil ich immer die besten Sachen aussuche. Es sieht geil aus. Peach Gummy Candy. Gummy. Schon wieder was zum Kauen. Gluten-free. Oh, glutenfrei. Güss und fruchtig. Die sind einzeln verpackt. Die riechen voll! Die echte Pfirsiche! Das ist richtige Pfirsiche. Die Konsistenz ist voll geil. So waffelig. Richtig geil. Ich will mehrere in meinen Mund machen. Ich glaub, dann ist der Geschmack noch geil. Leute, nach der letzten Candy Challenge hatten wir beide eine Woche lang Bauchschmerzen. Ich nicht. Okay, ich. Deswegen hoffe ich mir, dass dieses Video sich lohnen wird. Mmh, und das war's dann. Das ist so geil. Mmh, so cool. Stefan ist die Beste. Steffi versteckt Bonbons. Anstelle. Dumm in den. Das ist etwas Salziges ausprobiert. Edamame. Also, das sind geröstete Edamame-Snacks. Also, Edamame sind diese Bohnen. Die esse ich immer in Berlin. Die essen wir immer. Oh. Lecker. So richtig schön salzig. Ich finde die voll lecker. So einfach. Aber die schmecken gar nicht wie Edamame. Null. Aber schmecken nach irgendwas anderem geil. Schmeckt geil. Ah, ich hab halb gegessen. Wir probieren ja die beiden hier. Das hier sind so zwei Getränke hier von Ramune. Carbonated Soft Drink, einmal Strawberry. Carbonated. Strawberry Flavor und Orange Flavor. Was macht man jetzt da? So. Check ich irgendwie nicht. Ich hatte auch so. Muss man das jetzt drauf machen? Nee. Du öffnest es, indem du da drauf drückst und damit dieses Ding runterploppt. Und das? Nichts funktioniert. What? You did it! Hey! Und es dampft! Da ist eine Kugel drin. Yeah! Yeah! Wir haben es uns verdient. Schmeckt nach Wassermelone. Warum sollte man ein Getränk so aufmachen? Und man kann es nicht mal aufschrauben. Also schmeckt richtig geil. Also ich. Fun Marvel Drink. Ich mag das, weil die Kugel ist. Also das hier schmeckt echt geil. Finde ich richtig cool. Also das Rosane, davon bin ich ein Fan. Bei dem Gelben ist nicht so mein Geschmack. Die hier, das sind Tatsugai Peanut and You. Peanut. Und hier ist ein kleiner Tintenfisch drauf. Also ich gehe davon aus, dass es diesen Tintenfischgeschmack ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut schmeckt, weil Tintenfisch esse ich. Ich kann es nicht vorstellen. Machst du den Tintenfisch? Nee. Boah. Es riecht, als wärst du an der Kiste. Als wärst du irgendwie im Fischteig oder so. Erstmal rutschen. Jetzt merke ich erstmal nur Salz. Was ist in there? Ah! Das
tatsächlich eine Nuss drin. Eigentlich liebe ich Tittenfisch, aber Tittenfisch. Also eigentlich liebe ich... Tittenfisch auch. Aber das da schmeckt mir nicht so. Das ist jetzt das Letzte, das ist jetzt dieses Kaugummi. Ich bin echt noch gespannt. Oh nein, das schmeckt bestimmt... Guck mal, wie das aussieht. So. Voll edel verpackt. So sieht das Kaugummi aus. Das ist schwarz. Es ist grau. Schmeckt wie Mundwasser. Wirklich wie Mundwasser. Jetzt schmeckt es wie, wie eine, womit du dich einreibst, wenn du krank bist. Stimmt. Sehr scharf. Ich fand es auch sehr, sehr scharf, sehr minzig, sehr... Aber es ist, also fast mal ein Mundgeruch. Genau, weil man, wollte ich gerade sagen... Kannst du es jemandem geben, hier hast du Mundwasser zum Kauen. Also ich habe mal so ein frisches Kaugummi gegessen. Ist auch noch gut. Ja. So Leute, das war es auch schon mit unserem Video. Das war die Asia Candy Challenge. Und falls es irgendein Land gibt, wo wir mal die Bonbons davon ausprobieren wollen... Russland. Könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns bei Twitter oder Instagram oder sonst was schreiben. Wenn ihr mehr Videos mit Stefanie haben wollt, dann gebt dem Video einfach einen Daumen hoch und folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram und vor allem auf Snapchat. Ich blende euch mal unsere Usernamen hier unten ein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und beim nächsten Video vielleicht irgendwann mal wieder mit Stefan, wenn ihr es sehen wollt. Maybe. Wir sind schon voll das Green Team und so, ne? Green Team, like Stefanie-Nators. I feel very comfortable. Naja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal und... Russische Candy Challenge, das nächste Mal. Yes! Du hast... Ich glaube...